Die Offenbacher Stadtpolizei muss viel erklären heute. Obwohl bereits Wochen vor der Straßensperrung die Wogen am Wilhelmsplatz hochschlagen, wissen etliche Autofahrer dann doch nicht, dass es an den drei Markttagen ab heute hier kein Durchkommen mehr gibt. Die Marktbeschicker fürchten deshalb, dass vor allem die ältere Kundschaft ausbleibt. Das ist hier ein Markt, wo viele Verbraucher kommen, die ihren ganzen Wochenkauf hier tätigen. Und ich habe gerade auch ältere Leute, die nicht mehr so gut tragen können. Und das wird dazu führen, dass diese ältere Kundschaft wegbleibt. 3 Monate lang testet die Stadt, wie sich die Straßensperrung auswirkt. So kurz nach den Corona-Beschränkungen fürchten viele Geschäftsleute und Gastronomen rund um den Marktplatz, dass der Pilotversuch auch für sie fatale Folgen hat. Verkehrsberuhigen? Ja, aber das geht auch anders. Mit mehr Kontrollen, mit Schwellen. Es gibt auch welche, die nicht laut sind, dass die Anwohner keine Probleme haben. Vielleicht besser auszeichnen, dass hier wirklich Schrittgeschwindigkeit ist. Während der 3-monatigen Sperrung will die Stadt alle Beteiligten befragen und sich so ein Bild über die Situation machen. Es ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, das zu probieren, zu schauen, wie entwickelt sich das. Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Und wenn es eine sinnvolle Maßnahme ist, wo muss gegebenenfalls justiert werden. Im November soll noch einmal eine Befragung der Marktbesucher von außerhalb stattfinden und dann die endgültige Entscheidung fallen.